Zum ersten Mal reisen wir für unsere Sendereihe nach Europa, ins Herz Europas. Warum wir gerade Oberösterreich ausgewählt haben, ist leicht erklärt. Die benachbarten Stammesgebiete der Salzburger oder der Tiroler sind durch zahllose Filme überall auf der Welt bekannt geworden. Und wie wir schon in Asien, Australien und Amerika gesehen haben, ein allzu großes Interesse der übrigen Welt zerstört die ursprünglichen Stammessitten. Oberösterreich hat bisher die Welt kaum auf sich aufmerksam gemacht. Deshalb hoffen wir, dort noch das unverfälschte Leben der alten Bewohner studieren zu können. Und so mag vieles von dem, was wir bei den Oberösterreichern entdecken, auch für die ursprünglichen Sitten und Gebräuche anderer alpenländischer Stämme stehen. Wir haben lange gezögert, ehe wir zum ersten Mal nach Europa aufbrachen. Und unsere Hoffnungen auf Gewinn an ethnologischem Wissen war eher gering. Gehört Europa doch zu den am besten dokumentierten Gebieten der Welt. Wenngleich dieser Erdteil bisher immer nur von den Europäern selbst, also von innen her, damit höchst einseitig und mit der den Weißen eigenen Egozentrik dargestellt wurde und der unbefangene Blick von außen gänzlich fehlt. Unsere Erwartungen waren jedenfalls nicht allzu hoch gespannt, dass wir geradezu sensationelles ethnologisches Material nach Hause bringen würden, konnten wir nicht ahnen. Oberösterreich liegt am Nordrand des großen mitteleuropäischen Gebirgszuges der Alpen. Nur etwa so groß wie der Virunga und der Ruwenzori-Nationalpark zusammengenommen. Aber alles in Mitteleuropa ist kleinräumig und eng, oft bedrückend eng. Häufig verstellen Bergketten den Horizont, was sich auch im Denken der dort ansässigen Stämme und Völker bemerkbar macht. Denn wie sagt schon das alte Pygmäen-Sprichwort, man kann nur so weit denken, wie man sieht. Unsere Stammseher wissen es schon. In den großen Städten halten wir uns nicht lange auf. Linz, die Hauptstadt Oberösterreichs, ist übrigens eine Stadt wie andere auch, wie Lusaka, Mogadischu, Kinshasa oder Kananga, wenn auch nicht ganz so groß. Wir dringen sofort ins Landesinnere vor, in Gegenden, die noch keines schwarzen Mannes Fuß betreten hat. Und wir versuchen schon am zweiten Tag unseres Aufenthalts in Oberösterreich, Kontakt mit den Eingeborenen aufzunehmen. Erlebnis wundert uns kaum. Gelten doch die Alpenstämme, zumal jene in abgelegenen Gebirgstälern, als ausgesprochen scheu. Im Falle der Oberösterreicher spricht die Fachliteratur sogar von ausgeprägter Xenophobie, deren Ursachen wir übrigens später noch beleuchten werden. Manchmal haben wir in diesen Tagen das Gefühl, wir dringen in menschenleeres Land vor. Die Eingeborenen verstecken sich vor uns. Oft ist es richtig gespenstisch. Alles scheint ruhig. Man hört sie nicht, man sieht sie nicht. Aber wir wissen, dass wir da sind. Nur selten verrät sich einer. Schon fürchten wir seien in ein ganz und gar feindseliges Land eingedrungen. Aber dann gelingt Edith, meiner Assistentin, die erste Kontaktaufnahme. Mit Kindern. Die sind zum Glück auch in Oberösterreich so zutraulich wie überall auf der Welt. Aber wenn wir das Land abseits der ausgebauten Verkehrswege erforschen wollen, brauchen wir Erwachsene als Führer und Träger. Okay, oder jeder Mensch. Ja. Aus der Literatur wissen wir, dass es überall in Europa öffentlich zugängliche Häuser gibt, sogenannte Gasthäuser. Und dieser Name lässt uns auf weniger xenophobische Reaktionen hoffen. Die getöteten der Scheiterhosen. Schau her, im Leibe verzage mich. Die Sprache der Eingeborenen ist übrigens schwer verständlich. Sie ist angeblich dem Bayerischen, nach anderen Theorien sogar dem Deutschen verwandt, was aber wenig glaubhaft erscheint. Hat natürlich ein Schuss ist echt, ein Sport. Ja, ich bin mit runter. Hey! Die vier, stellt sich heraus, sind Brüder. Rudolf Himmelfreundpointner, Sepp Himmelfreundpointner, Karl Himmelfreundpointner, Franz Himmelfreundpointner. Schon nach wenigen Tagen ein bisschen Vertrauen zu uns gefasst haben, sind die Himmelfreundpointner Brüder fast rührend bemüht, uns das zu zeigen, was sie in ihrer Heimat für sehenswert halten. In mehr als einer Hinsicht haben wir Glück mit den Himmelfreundpointners. Sie erweisen sich als ausdauernd und zäh und bedürfen nur selten eines aufmunternden Zuspruchs. Wer freilich glaubt, man könne selbst in einer so abgelegenen Gegend der Welt die Eingeborenen noch mit einer Handvoll Glasperlen zufriedenstellen, der irrt. Nichts gut. Nichts gut, fast gut. Das geht nie gut, nie. Der uns Afrikanern selbstverständliche Gedanke, die Flussläufe als bequeme Verkehrswege zu nutzen, scheint den Alpenstämmen fremd. Sie sind erdverbunden, sie lieben steile, felsige Gebirgspfade. Entsprechend unsicher fühlen sie sich auf dem Wasser. Aber erfreulicherweise gibt es hier weder Krokodile noch Flusspferde. Haben wir ein besonders eigenwilliges Zeugnis für das ambivalente Verhältnis der Eingeborenen zum Wasser entdeckt. Um die Scheu vor den unsicheren Wellen zu überwinden, wurde ein Boot als stark und zuverlässig wirkende Blockhütte verkleidet. Und so fühlen sich die Oberösterreicher dann sogar auf dem Wasser wohl. Wobei, wie wir hier schon sehen und später noch ausführlich sehen werden, bei den Oberösterreichern der Grad des Wohlbefindens von der konsumierten Menge jenes bitteren, stark schäumenden Getränks abhängig scheint, das auch bei uns in Afrika unter dem Namen Bier bekannt ist. Vom Wasser aus machen wir eine erste erstaunliche Beobachtung. Die oberösterreichischen Stämme sind, wie man nachlesen kann, schon vor einem Jahrtausend sesshaft geworden. Aber so scheint es nicht wirklich. Wer sich hier strampelnd abmüht, der ist nicht einfach vom Dorf A zur Stadt B unterwegs. Man fährt ohne bestimmtes Ziel. Man fährt einfach und kehrt irgendwann einmal um und fährt wieder nach Hause. Mobilität um des Mobilseins willen. Bewegung als Selbstzweck. Ein unerklärlicher Drang zum Ortswechsel scheint die Menschen von Zeit zu Zeit auf die Straßen hinauszutreiben. Ein regelrechter Wandertrieb befällt sie. Nomadisches Verhalten hat der ethnologisch Gebildete zu konstatieren. Nomadentum. Aber ganz anders als etwa bei den Maasai in Kenia, weil das Nomadentum hier in den europäischen Alpen nicht als existenzielle Lebensform, sondern als bloße Attitüde erscheint. Ein Reflex aus der Vergangenheit, eine, so wie es aussieht, tief verwurzelte, aber kaum noch bewusste Erinnerung an eine frühere nomadische Lebensweise. So scheint es mir. Das ist ein bei den zentraleuropäischen Stämmen immer wieder zu beobachtendes Phänomen, dass nämlich kulturelles Verhalten, das in einer bestimmten vergangenen Entwicklungsstufe seinen guten Sinn hatte, als kaum noch durchschauter und unreflektiert geübter Brauch weiterlebt. Paul Parins Behauptung, die Weißen denken zu viel, erscheint in diesem Lichte noch fragwürdiger. Trotz alledem möchte ich mich deshalb freilich nicht gleich der oft gehörten Behauptung anschließen, die europäischen Völker und Stämme besäßen gar keine wirkliche Kultur in unserem afrikanischen Sinn. So wissen wir schon aus älterem Filmmaterial, dass auch die Oberösterreicher früher einmal durchaus rituelle Tänze kannten. Die Oberösterreicher tanzen. Aber was dieser Tanz bedeutet, ahnen sie, so scheint es, selbst gar nicht. Die formalen Abläufe werden streng beachtet. Aber es scheinen sinnentleerte Formen zu sein. Man muss als Forschungsreisender freilich immer und immer wieder vor Vorurteilen warnen. Fremde Länder, fremde Denkwelten. Unsere afrikanische Kultur ist eine Kultur der Masken, des Tanzes und des Gesanges. Die europäische Kultur, so sagt man, sei eine Kultur, nun ja, zum Beispiel des geschriebenen Wortes. Und es steht uns nicht zu, sie allein deswegen gering zu achten. Der Gesang wird übrigens auch heute noch von den oberösterreichischen Stämmen gepflegt. Seltsam berührt die Melancholie, die plötzlich aufbricht, wenn die sonst doch so robust und fast derb vital scheinenden Himmelfreundpointner Brüder des Abends am Lagerfeuer singen. Beinahe möchte man glauben, das Seelenleben der Oberösterreicher sei doch vielschichtiger, als man auf den ersten Anschein hin anzunehmen bereit ist. Die Lieder der jugendlichen Eingeborenen wirken, bei allem Mangel an Spontaneität, noch recht lebensfroh und zuversichtlich. Ja, die die von den alten gesungenen Lieder wirken hingegen auf mich wie eine einzige herzzerreißende Klage über die Vergänglichkeit der Welt und die Mühen des Alters. Frauensingern, so mischen sich manchmal Spott und Hohn in die schrillen Klagelaute. Ethnologisch sind die oberösterreichischen Stämme schwer einzuordnen. Immer wieder findet man noch Nachfahren der keltischen Urbewohner. Auch slawische und aus dem Mittelmeer stammende Stämme haben hier gesiedelt und ihre Spuren hinterlassen. Vielerlei Völkerschaften sind durchs Land gezogen und die Fußkranken und die von langer Wanderschaft Erschöpften sind geblieben. Wir können von einem Mischvolk sprechen. Und darin scheint auch der Grund für die Fremdenfeindlichkeit zu liegen. Der südafrikanische Dichter Breiten Breitenbach hat darauf hingewiesen, dass gerade die Mischlinge, die Bastarde, wie er sagt, sich fast krankhaft nach der Reinheit und Reinhaltung des Blutes sehnen. Mit den Bayern sind, so scheint es, die Oberösterreicher am engsten verwandt, auch kulturell, wenn man das im allerweitesten und streng wissenschaftlichen Sinn versteht. Mit den Bayern kam jedenfalls die heute noch gepflegte Religion ins Land. Das in Abwandlungen auch uns Afrikanern nicht fremde Christentum. Wir befinden uns hier in einem christlichen Kulthaus. Jene Spielart des Christentums, wie sie von den oberösterreichischen Stämmen wenigstens pro forma noch gepflegt wird, ist an sich gut erforscht. Wir haben es mit der katholischen Variante zu tun. Und zwar in einer sehr stark von der sogenannten Gegenreformation geprägten Abart. Es ist, wie auch in den anderen uns bekannten Ausprägungen, eine aus vielen disparaten Elementen zusammengesetzte, also synkretistische und somit für einen Durchschnittsafrikaner nicht leicht zu verstehende Religion. In gewisser Weise dem Judentum und dem Islam verwandt. Von diesen beiden aber unterschieden durch den Mythos eines getöteten und wiederauferstandenen jungen Gottes. Auch das keine originäre Prägung, sondern aus vorderasiatischen Mythen abgeleitet, denen des Dionysos, des Apis, des babylonischen Tammuz, des Marsyas und so fort. Verschmolzen mit dem nordischen des Odin oder Wotan, der wie jene Vegetationsgötter an einem Baume hängend starb, um dann verwandelt wieder auferstehen zu können. Am erstaunlichsten freilich ist die Behauptung, auf die ich immer wieder gestoßen bin, man hänge einer monotheistischen Religion an. Tatsächlich aber hat sich aus, ich will es nicht bestreiten, möglicherweise monotheistischen Anfängern ein etwas bizarrer Vielgötterglaube entwickelt. Die vier großen Gottheiten sind ein namenloser und nur selten bildlich dargestellter Vatergott, eine Muttergottheit, jener schon erwähnte junge Gott, oft auch als in seiner Funktion nicht ganz klarer Gottessohn bezeichnet, halb Mensch, halb Gott und dann noch als Nummer 4, aber offenbar als sehr einflussreich eingeschätzt, ein böser Gott, der alles Übel in die Welt gebracht haben soll. Als Nummer 5 wäre noch zu erwähnen, eine zwar theoretisch dem namenlosen und dem jungen Gott gleichgestellte, aber vom Volk kaum verehrte Gottheit in Tiergestalt, nämlich als weiße Taube dargestellt. Der junge, gehängte und wieder auferstandene Gott scheint im Laufe der Jahrhunderte Bedeutung und Funktion stark verändert zu haben. Von einer mit totemistischen Ritualen verehrten Vegetationsgottheit wurde er nach und nach mit wenig überzeugenden theologischen Argumenten in eine Herrschergottheit umgedeutet. Und die Verwalter des Kultes dieses Gottes machten sich damit selbst zu Herrschern. Heute noch erzählen alte Oberösterreicher, dass früher ohne die Zustimmung der geistlichen Herren, so nannten sich die Kultbeamten, nichts geschehen durfte. Von der Macht dieser geistlichen Herren zeugen heute noch die gewaltigen Kulthäuser. Leicht erkennbar an den angebauten Türmen, wie wir Afrikaner sie etwa von den Ahnenhäusern in Mali her kennen. Vieles an dieser Religion mag dem Durchschnittsafrikaner absurd erscheinen. Daneben gibt es aber Phänomene, etwa animistische Denkweisen, wie sie auch bei uns vor noch nicht gar so langer Zeit vorherrschten. Oft findet man vor den Häusern der Oberösterreicher diese kleinen Statuetten, die unschwer als Objekte eines Ahnenkultes zu identifizieren sind. Da die Figürchen nicht wie bei uns stilisiert, sondern sehr naturalistisch ausgeführt sind, geben sie uns einen guten Eindruck vom Aussehen der Oberösterreicher in vergangenen Jahrhunderten. Diese Sammlung von Totenköpfen haben wir im oberösterreichischen Ort Hallstatt entdeckt. Und welcher Afrikaner würde dabei nicht sofort an die Schädelhäuser im angolanischen Kasenje denken? In den Wochen vor unserer sensationellen Entdeckung fragten wir uns freilich immer wieder, ob sich denn überhaupt Spuren von gelebter, spiritueller Praxis würden finden lassen. Die alten Kulthäuser in all ihrer Pracht stehen leer. Noch werden mancherorts die von den Ahnen übernommenen Zeremonien ausgeübt, aber nebenher, formalistisch. Sinn entleert auch sie. Oder einfach nicht mehr verstanden. Wir wenden uns daher sehr bald wieder dem diesseitigen Oberösterreicher zu. Wenn Sie mir einen kleinen Reim gestatten, möchte ich sagen, der Oberösterreicher kommt in der Natur einzeln und in Rudeln vor. Tritt er in Rudeln auf, so neigt er zum Musizieren und zum Gleichschritt. Bildung steht, wenigstens auf den ersten Blick, in krassem Gegensatz zu dem in der Fachliteratur oft beschriebenen Hauptwesenszug der europäischen Völker, nämlich dem Individualismus. Diese uns Afrikanern so fremde Überbetonung des Einzelnen müssen wir immer mitdenken, wenn wir uns in die Denkwelt eines europäischen Stammes versetzen wollen. Dass jemand seine eigenen Interessen denen der Familie, des Clans oder des Stammes für gleichwertig, wenn nicht sogar für überlegen hält, das gilt in Europa nicht als egoistisch und gemeinschaftsschädigend, sondern ist akzeptierter Grundkonsens. Allerdings, die Neigung zur Rudelbildung zeigt es uns, immer nur sich selbst als Individuum und nicht als in der Gemeinschaft geborgener und geschützter Teil einer Gruppe zu sehen, das halten auch die Oberösterreicher nicht aus. Beim Auftreten im Rudel neigen sie zu bizarrer Verkleidung, aber durchaus nicht zu individueller. Um sich vom Individualismus zu erholen, machen sie sich auch optisch gleich, sehr augenfällig gleich. Erst wenn alle gleich aussehen und im gleichen Schritt und Tritt gehen, von dröhnender Musik halb narkotisiert, dann erst scheinen sie die Vorteile des Lebens in der Gruppe wenigstens zu ahnen. Mit der Verabsolutierung des Individuums scheint auch ein Phänomen zusammenzuhängen, das einem Afrikaner sofort auffällt, wenn er zum ersten Mal in die dichter besiedelten Gebiete der oberösterreichischen Stämme kommt. Überall Zäune. Jeder grenzt sich vom anderen ab, jeder sucht sein Lebensglück für sich allein. Der Individualist, so scheint es, muss sich gegen die anderen Individualisten schützen. Ich wage die Behauptung, dass jeder Oberösterreicher am liebsten, von den gelegentlichen kostümierten Zusammenrottungen abgesehen, allein leben würde, in einem eigenen Haus, auf einem fest eingezäunten Grundstück. Unter diesen Umständen wären die Oberösterreicher freilich längst ausgestorben. Deshalb leben sie, den biologischen Zwängen der Fortpflanzung und der Brutpflege gehorchend, doch in Gruppen zusammen. Und zwar in den kleinsten nur denkbaren Gruppen. Auf den ersten Blick leben die Eingeborenen Oberösterreichs monogam, in Einehe. Aber nur auf den ersten Blick. Denn tatsächlich hat fast jeder Mann mehrere Frauen. Wobei aber die Nebenfrauen nicht mit der Hauptfrau im gleichen Haushalt leben. Man könnte also von einer Art dislozierter Polygamie sprechen. Ein Phänomen, das die ethnografische Forschung bisher zu wenig beachtet zu haben scheint. Und die Alten? Was geschieht mit den Alten, an deren herzzerreißende Klagegesänge wir uns noch erinnern? In unserem vorletzten Film haben wir gesehen, wie die Eskimos ihre sozusagen unnütz gewordenen Alten einfach auf einer Eisscholle aussetzen. Nun, das tun die Oberösterreicher nicht. Vermutlich aus klimatischen Gründen. Denn auf den oberösterreichischen Flüssen und Seen gibt es, wenn überhaupt, nur an ganz wenigen Tagen im Jahr Eisschollen, die groß genug wären. Hinter vorgehaltener Hand wird vom sogenannten Andervergiften gesprochen. Doch konnten wir, obwohl das regelrechter Volksbrauch sein soll, keinen wissenschaftlich haltbaren Beweis dafür finden. Gefunden haben wir hingegen sogenannte Altenhäuser, in denen die Greise und Greisinnen ohne Rücksicht auf ihre Familien- oder Clanherkunft zusammengefasst und so vor der Öffentlichkeit verborgen werden. Apropos Häuser. Die meisten Oberösterreicher leben heutzutage in festen Häusern. Andere wiederum in Zelten. Auch dies wohl, wie die Mobilität, ohne erkennbares Ziel und ohne definierten Zweck. Ein schwaches Echo aus nomadischer Vergangenheit. Und wenn Zelte auch dem oft rauen Klima nicht gewachsen erscheinen, so wirken doch die in Zelten wohnenden Eingeborenen zufriedener, ausgeglichener, als jene, die feste Häuser bevorzugen. Welche in der ethnologischen Literatur bisher nicht beschriebene und von uns als erste entdeckte Bedeutung das Zelt im Leben der Oberösterreicher hat, das zu erfahren, verdanken wir einem glücklichen Zufall. Ein riesiges Zelt wird errichtet, mitten in einem Dorf. Zu welchem Zweck, das ist vorerst nicht erkennbar. Deutlich erkennbar hingegen ist, dass sich die gesamte männliche Bevölkerung des Dorfes an diesem Bau beteiligt. Ein Gemeinschaftswerk, mit größerem Eifer vollbracht als das übliche Tagwerk. Was wird in diesem Zelt geschehen? Wir warten bis zum Einbruch der Nacht. Und dann lassen die Eingeborenen alle profane Arbeit ruhen und versammeln sich im Zelt. Auch aus den Nachbardörfern strömen sie herbei. Wozu? Ums Bier trinken scheint sich alles zu drehen bei diesem Fest. Ja, von einem Fest muss man wohl sprechen. Die ganze Nacht. Mit fröhlichem, geselligem Zusammensein hat das wenig zu tun. Die Teilnehmer an diesem Fest scheinen unter dem Zwang zu stehen, möglichst viel von diesem Getränk zu sich zu nehmen, obwohl dieses Getränk nicht allen zu bekommen scheint. Manch einem wird übel davon. Dann verlässt er für kurze Zeit das Zelt, übergibt sich rasch, nur um weiter gewaltige Mengen Bier in sich hineinschütten zu können. Lange nach Mitternacht kehren die Eingeborenen in ihre Behausungen heim. Aber schon früh am Vormittag sitzen sie wieder im Zelt. Ruhiger und weniger lärmend als in der Nacht. Aber sie sind da, als müssten sie kommen, als sei ihr Kommen Pflicht. 2 Tage und 3 Nächte lang dauert das Fest. Dann wird das Zelt abgebrochen, das Dorf kehrt wieder zum Alltagsleben zurück. Sonst trinkt wer Durst oder einfach Lust zum Trinken hat. Hier aber scheint das Trinken möglichst großer Mengen geradezu verpflichtend. Und wer sich dieser Pflicht, die eine fast sakrale zu sein scheint, entzieht, stellt sich außerhalb der Gemeinschaft. Ein der ethnologischen Forschung bisher unbekannter Kult? Oder worum handelt es sich? Wir befragen unsere Begleiter, die Brüder Himmelfreundpointner. Das heißt gar nichts anderes. Naja, zusammensitzen, dann uns halt gern. Schön, wenn er Musik spielt. Das Bier schmeckt uns halt. Na, das bedeutet nichts. Nein, nein, eine besondere Bedeutung hat das nicht. Man muss sich als Forschungsreisender davor hüten, Zufälliges für Typisches zu halten. Aber wie die Himmelfreundpointners jede tiefere Bedeutung leugneten, wie sie dieses Fest zur Alltäglichkeit herunterspielen wollten, gerade das gab mir die Gewissheit, dass es sich hier um ein kultisches Treffen von eminenter Bedeutung handeln müsse. Denn überall auf der Welt versuchen die Eingeborenen, ihre wichtigsten Riten und Kulte vor den Fremden, den Nicht-Eingeweihten, zu verbergen. Wir hielten, was wir miterlebt hatten, zunächst für einen lokalen Kult. Dann ein anderes Dorf, ein anderes Zelt. Und auf unserer weiteren Reise durch tatsächlich nur ungenügend erforschte Oberösterreich stellen wir fest, dass, höchst erstaunlich, in jedem Dorf einmal im Jahr eine solche mysteriöse Zusammenkunft stattfindet. Fast immer in Zelten, Zeltern in Stadeln, Zeughäusern und so weiter. Der völkerkundlich geschulte Blick erkennt rasch die Struktur dieser Feste, die viel mit anderen, dem orgiastischen angenäherten Kulten in anderen Teilen der Welt gemeinsam hat. Es beginnt mit dem gemeinsamen Mahl. Dem folgt eine Phase der Verbrüderung. Die Oberösterreicher suchen wieder, wie wir es schon bei der Rudelbildung gesehen haben, Gemeinschaft, wollen Gleiche unter Gleichen werden. Dann, Stufe 3 im reglementierten Ablauf, wird getanzt. Und nun findet man nichts mehr von der formalistischen Sterilität, die uns anhand des alten Archivmaterials so verblüfft hat. Schließlich konnten wir, auch dies eine kleine Sensation, eine Art Balztanz drehen, der allerdings, wie ich aus Archivfilmen der Kinemathek in Kinshasa schließe, nicht originär oberösterreichisch, sondern von Nachbarstämmen übernommen zu sein scheint. Mit diesen grotesken Gesten und Bewegungen wollen die Burschen, das ist ganz klar, um die jungen Frauen werben und sie zum Koitus auffordern. An diesem einen Abend, an dem wir dieses Ritual drehen konnten, zeigten sich die jungen Oberösterreicherinnen wenig kopulationsbereit. Ja, sie tanzten sogar vornehmlich miteinander. Ob daraus freilich Rückschlüsse auf die Sexualbräuche der oberösterreichischen Stämme gezogen werden können, bleibt fraglich. Zurück zum strukturellen Verlauf dieser kultischen Feste. Es naht der Höhepunkt. Mit orgiastischer, wenn auch nicht unbedingt sexuell betonter Ausgelassenheit. Man hat sich in Trance getanzt und getrunken. Nichts ist mehr zu bemerken von der Langsamkeit, die man sonst den Alpenstämmern nachsagt. Man tritt sozusagen aus sich heraus. Man überschreitet die engen Grenzen der eigenen Persönlichkeit, wie es für jene Trance-Zustände eben typisch ist, deren Erreichung das Ziel so vieler Kulte, so vieler Völker auf der Welt ist. Auf den eindeutig religiösen Charakter des Geschehens in den Zelten ist noch nachzutragen. Jesu Kindlein, bleib bei mir, trink ein Glas Wein mit mir. Mein Herz ist klein, der Durst ist groß, Jesu Kindlein, Prost. Ein Gebet, ohne Zweifel. Und halten wir das fest, Wein wird angesprochen. Wein spielt, das wissen wir, im christlichen Kult eine wichtige Rolle. Um zu verstehen, welche, muss ich ein klein wenig ausholen. Ich habe vorhin den Totemismus als eines der Elemente genannt, aus denen sich die religiöse Vorstellungswelt der Eingeborenen zusammensetzt. Die Hinrichtung des jungen Gottes wird als Opfertod verstanden, soweit so klar. Weniger leicht zu verstehen ist die Erklärung, warum dieser Gott habe geopfert werden müssen. Nämlich, die namenlose Vatergottheit sei von den Menschen beleidigt worden und habe nur durch die Ermordung seines Sohnes wieder versöhnt werden können. Das klingt abstrus, ich weiß, aber halten wir fest, dass hier ein Schuldgedanke im Spiel ist. Und wie wird das Andenken an den Opfertod des jungen Gottes gefeiert? Jeder mit dem Totemismus vertraute Afrikaner errät es sofort. Durch ein gemeinsames Mahl, in dem der junge Gott gemeinschaftlich verzehrt wird. Man isst sein Fleisch. Man trinkt sein Blut, eine tote Mahlzeit also. Die Erinnerung an einen gemeinschaftlich begangenen Mord, die rituelle Wiederholung, die das soziale Band zwischen den Schuldigen von Zeit zu Zeit wieder festigt. Wir kennen das. Unsicher ist, ob in alter Zeit jeweils wirklich ein Mensch getötet und verzehrt wurde oder ob die Übertragung auf ein Totemtier von Anfang an da war. Das Totemtier war jedenfalls das Lamm. Und der junge, gehängte Gott wird heute noch oft als Lamm Gottes angesprochen. Interessant ist allerdings, dass bei den kultischen Feiern nicht das Lamm verzehrt wird, sondern Brot. Im so reichen Archiv der anthropologischen Kinemathek von Kinshasa haben wir interessantes Bildmaterial gefunden. Das gemeinsame rituelle Mahl. Ein Lamm aus Brotteig wird verzehrt. Brot als Substitut für das Fleisch. Und der Wein wurde getrunken als Blut. Halten wir fest, was wir sicher wissen. Die alten, steinernen Kultgebäude stehen leer. Stattdessen versammelt man sich zur Kultausübung in Zelten. Und dabei wird nicht mehr Wein getrunken, sondern Bier. Wenn uns auch die Struktur dieser Feste bald klar war, dem tieferen Sinn der so augenfälligen Veränderung im Ritus, kamen wir freilich auch in den nächsten Wochen nicht auf die Spur. Wir dachten schon, das Rätsel bliebe ungelöst. Bis wir Malik, der auf unseren Expeditionen abwechselnd mit mir als Kameramann arbeitet, eine Aufnahme zeigte, die er eher zufällig gemacht hatte, die er für eine Kuriosität hielt und der er daher keine Bedeutung beimaß. Sehen wir sie uns einmal an. Auch ich selbst konnte zunächst mit diesem merkwürdigen alten Mann und dem Hahn auf seinem Kopf nicht viel anfangen. So geht das nicht. Gut aufgeladen, voller Erfolg. Achtung, mach dich fertig. So. So geht das nicht. Gut aufgeladen, voller Erfolg. Vom Aufladen spricht der alte Mann. Aufladen, Energie tanken. Sollte diese kleine, scheinbar nebensächliche Szene ihrerseits eine kultische Handlung sein? Ein Tierkult, der Hahn als neues Totemtier. Gemeinschaftliche Verzehr des Lammes. Jetzt der gemeinschaftliche Verzehr von Hühnern. Psychologisch gesprochen, als Projektionsfläche für religiöse Vorstellungen hervorragend eignet, wissen gerade wir in Afrika nur zu gut. Und wir kennen das etwa auch von den Voodoo-Kulten her. Tendenziell muss der Hahn früher aber auch in den Alpen verehrt worden sein. Denn man findet sein Abbild auch in alten Zeiten schon auf den Türmen mancher Kulthäuser. Und auch in den Häusern selbst. Er hat uns auf die richtige Spur gebracht. Einmal auf der richtigen Spur war die Lösung des Problems ganz einfach. Das Totemtier Lamm scheint in der Tat vom Totemtier Huhn abgelöst worden zu sein. Und einmal aufmerksam geworden, findet man Hinweise und Beweise zuhauf. Hühner scheinen die beliebtesten Haustiere zu sein. Sie werden in größeren Mengen gehalten als alle anderen Tiere, die die Oberösterreicher zu zähmen imstande waren. Und Hühnerspielen, ein alter Bauer verrät es uns, auch in der sprachlichen Metaphorik des Volkes eine wesentliche Rolle. Daher stolzieren ihr Gogelhahn, sagt man. Und ein guter Hahn wird selten fett. Ja, und das wünscht sich eigentlich jeder Mann. Hahn im Korb sein. Ne? Stimmt's? Oder nicht? Und dann gibt es noch eine alte Bauernregel, und die besagt, gerät der Hahn auf den Mist, dann ändert es sich wieder oder es bleibt, wie es ist. Ja, gibt so schöne Sprichwörter. Ein altes Sprichwort fällt mir da auch noch ein. Und zwar, das bezieht sich auf die Händeln, gell? Händeln. Hühner, sagt sie ja. Hühner. Ein blindes Huhn findet auch manchmal ein Korn. Und dann gibt es noch was Gutes. Ich habe mit dir noch ein Hühnchen zu rupfen. Gell? Du schaust, oder? Ja, mit den Hühnern ins Bett gehen. Hast du mich? Oder wie eine Wippe. Ein ungeheurer Kulturwandel scheint sich hier zu vollziehen, mit dem sich die völkerkundliche Forschung noch ausführlich wird beschäftigen müssen. Wir wissen, von welcher der Hauptgottheiten man sich abgewandt hat, aber wir wissen noch nicht, welcher Gottheit das neue Totemtier zugeordnet ist. Man denkt sofort an den Gott in Taubengestalt, aber so simpel, von Vogel zu Vogel, funktioniert die Übertragung nicht. Wir müssen diese Frage vorläufig unbeantwortet lassen. Aber einen weiteren, einen letzten Beweis für die Verehrung des Huhnes haben wir noch. Einen Tanz, den wir bei vielen Zeltfesten beobachten, und den wir zunächst nicht interpretieren konnten. Man ahmt das Flügelschlagen des Huhnes nach. Imitatio Dei würden es die weißen Theologen nennen. Man fühlt sich als Huhn, man wird eins mit dem toten Tier, also auch mit dem Gott, für das es steht. Was wir in Oberösterreich miterleben durften, ist nicht weniger als dies. Ein religiöser Paradigmenwechsel. Vielleicht sogar das Entstehen einer neuen Religion. Ein weißer Fleck auf der ethnologischen Weltkarte konnte beseitigt werden. Mit wissenschaftlichem Scharfsinn, aber natürlich auch mit jenem Quäntchen Glück, auf das Forschungsreisende stets vertrauen müssen. Viele andere Rätsel freilich bleiben ungelöst. Denn ganz werden wir wohl nie eindringen können in die Psyche der Eingeborenen im fernen Oberösterreich. Schönen Abend und alles Gute bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Fremde Länder, fremde Sitten. Kajonga Kagame zeigt uns die Welt.